persönlich auch an dich, setze ich auch wirklich von dir den Schutzkreis gewünscht. Ich lese jetzt einfach vor und du wirst einfach mal zeigen, wie du arbeitest, wie sich der Schutzkreis aufbaut. Genau. Hervorragend. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Frage lautet, welche Blockaden verhindern bei mir das Treffen eines neuen Partners in meinem Leben? Von der Nanette. Ja, gut. Also, liebe Nanette, ich hoffe, dass du das jetzt natürlich auch siehst. Und vor mir siehst du hier den Schutzkreis und der wird sich jetzt ganz persönlich für dich zu deinem Schutzkreis des Lebens formatieren. Ich werde mich jetzt ganz kurz mit dir verbinden. Vielleicht kannst du mir noch mal ihr Geburtsdatum geben. Das mache ich gerne. Das ist der 23.01.1967. Ja. So, dann schauen wir mal, wie die Steine jetzt für dich zu deinem Schutzkreis fallen. Ich werde dir dann gleich etwas dazu sagen. Wenn du jetzt zuschaust, dann würde ich dich bitten, dass du dir mal einen Zettel und einen Stift dazu holst, denn das ist für dich jetzt wirklich wichtig. Du bekommst von mir hinterher noch etwas mit, was du auch machen kannst, um deinen magischen Schutzkreis des Lebens zu unterstützen. Das ist ganz wichtig für dich. Darum ganz schnell jetzt nochmal Zettel und Stift holen. So, du siehst schon, wie sich die Steine hier wirklich ganz individuell nur für dich hinlegen. Und so wie ich das richtig verstanden habe, Maren, geht es hier ja um den Partnerwunsch, richtig? Richtig, es geht darum, dass die Nanette immer wieder Blockaden spürt in ihrem Leben, dass sie einfach keinen neuen Partner trifft. Genau. So, vielleicht schaust du einfach mal jetzt hier dir deinen Schutzkreis des Lebens an. Ich stelle jetzt den Seelenkristall für dich in die Mitte hinein. Und jetzt können wir hier oben an der Himmelspforte erkennen, welche Energien hineinkommen möchten, was du wirklich brauchst, damit sich dieser Wunsch in deinem Leben erfüllen kann. Und was ich hier als erstes erkenne, das ist der Bergkristall, das ist der Hüter des göttlichen Lichts. Hier geht es also darum, auch eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Und zwar ja eine Klarheit in dein Leben hineinzulassen, was für ein Partner du dir eigentlich tief drinnen wirklich wünschst. Ja, da geht es also wirklich um Gefühle, um Emotionen. Schreib dir mal auf, schwarz auf weiß, wie dieser Partner beschaffen sein soll, ja, mit vielleicht Toleranz, mit einer tollen Kommunikation, dass man auch miteinander reden kann, dass man sich gegenseitig vertrauen kann. Also der Bergkristall, der bittet dich einfach nochmal ganz klar für dich zu erkennen und zu schauen, was jetzt für dich überhaupt für einen Partner wichtig ist. Dann haben wir hier einen ganz hellen Amethysten an der Himmelspforte. Das heißt, du hast also auch eine kleine Blockade in deinem Kronenchakra. Und der Amethyst, der wird dir jetzt Unterstützung geben, dass du in dieses Gottvertrauen hineinkommst, dass auch für dich eine ganz tolle Partnerschaft vorgesehen ist, so wie du es dir vorstellst und dass du auch dieses Vertrauen entwickelst. Weil wenn der Amethyst hier oben liegt, dann bedeutet das, dass du tief drin eigentlich ganz, ganz stark zweifelst, dass vielleicht